Überleben, Upgrade 5 von 9. Können wir da. Bogenexperte. Können wir jetzt das Bogenexperte. Auch nicht. Wie oft muss man das 10-mal durchspielen, damit man das aufwerten kann oder was? Mir kommt es ja vor, wie wenn wir bald beim Schluss wären. Kann mir ja irren. Wahrscheinlich dauert es noch 3 Wochen das Spiel. Also 3 Wochen haben wir ja noch nicht gespielt, aber trotzdem. Was können wir hier aufwerten? Aggregatschaden. Na, Palm. Jetzt können wir das aufwerten. Hier auch. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Hä? Das haben wir doch. Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Vielleicht müssen wir das machen. Für. Oder können wir das andere auch noch aufrüsten? Weiß ich nicht. Ne, wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. So, weiter geht's. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? 20 Pfeile, konnte ich sehen? Juhu! Ich wollte das nicht machen, ich wollte ja dieses Feld da anschauen. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Jetzt steht alles unter Strom, das ganze Wasser, super. Das hast du ja wieder sauber hingekriegt, Lara. Jetzt dürfen wir nicht ins Wasser gehen. Ich kann ja nicht ins Wasser springen, das steht ja unter Strom jetzt. Geht ja nicht. Ah, okay. Hab schon was gesehen. So wollte ich es machen.
Ich dachte, wenn ich da dran ziehe, dann schwimme ich quasi hin. Das muss ich doch irgendwie auch schauen. Über dieses Wasser gehen. Aber wo muss ich hin? Ah, hier. Und dann komme ich hier oben hin, oder wie? So, übers Wasser. Können wir das nicht irgendwie ausstellen, der scheiß Stummler? Stromkreis. Vielleicht hätten wir doch die andere Seite nehmen sollen. Was hast du denn dir dabei gedacht, dass du den Reaktor einschaltest? Wahnsinn, einschalten. Alles, was sie. Nichts ist für sie. Sonst können wir ja nirgends hin. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Da sind wir raufgekommen, oder? Da haben wir, laufen wir quasi im Kreis, oder? Jetzt kommen wir wieder dahin. Da waren wir schon. Genau, da waren wir schon. Wir müssen aber erreiche sie das Frog. Da unten oder wie?
Erreichen Sie das Rock. Super. Das haben wir ja wieder super hingekriegt. Ah, okay. Ein Büchlein. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Dokumentenansicht 3 von 10. Alte Schriftrollen gefunden. Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Lauergebirge. Haben wir so viel noch? Bunker an der Klippe. Ich hab Schluck auf jetzt, hä? Die Ruhe wieder. Da ist irgendwas. Ausblick. Sie schlachten sie aus. Nein. Warum machst du den Scheiß? Ich dachte, da geht's rüber. Aber wir müssen hoch hinauf. So. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Müssen wir nicht darüber auf den anderen Pfosten? Wäre doch besser. Da ist ja der Zaun drüber. Hä? Wir müssen hier drauf. Komm schon. Ich bleib drüben. Ich muss drüben bleiben. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Darüber müssen wir. Wie soll ich denn darüber kommen? Ich brauche weiter oben etwas. Aber da unten nützt es mir nichts.
Ja, und bringt mir gar nichts. Kann ich irgendeinen anderen Felsen anschießen? Dass ich sie da. Geht nicht. Hier wäre vielleicht das eine Stelle. Zu kurz. Und hier kommen wir auch nicht hin. Das ist zu weit weg. Also müssen wir über das Wasser irgendwie kommen. Hier müssen wir rüber. Da sind die beiden Pfosten. Nein, ich wollte ja nicht runterspringen. Ich wollte mir festhalten und schauen, was, ob eine Höhle drin ist oder was. Weil das hat mich so komisch angesehen. Die Endurance. Angeschaut. Sie schlachten sie aus. Das wird was werden.